Heute haben wir das Waschkräftmecken. Heute sind wir miteinander im Schnee unterwegs. Wir gehen Kindspann suchen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ha? Das Girl mit dem güldenen Haar ist auch wieder vorbei. Und sie friert an den Arsch, hat sie gesagt. Das habe ich auch gesagt. Am Ende, jetzt gerade letzte ist Diskussion im Buschkrafterforum über Kunstfaserkleider. Der Mecke ist voll im schwuligen Schaf und friert nicht. Warum sag ich jetzt, hast du kalt in deiner Kunstfaserkleider? Nein, ich habe Skihosen an und die gehen also schön warm. Jetzt noch nicht, aber wenn sie die Nacht, ganze Nacht müsste, in dieser Kälte rausstehen, würden sie dann schon anfangen zu zittern. Ja, jetzt sind wir da schon fündig geworden. Das ist ein Eiszapfen, wo der Harz reingelaufen ist. Ein sogenannter Eisspann. Was hast du gesagt? Nachteil an den Wollkleidern ist, dass der Schnee viel mehr hängen bleibt. Das ist schon so. Aber er isoliert schön, es gibt eine isolierende Schicht. So, jetzt stehen wir hier vor einem ultimativen Kienspannzapfen. Brennendes Eis. Ja, jetzt stehen wir hier im interessantesten Teil vor einem tiefen Doppel. So, wir stehen jetzt hier schon unter dieser mächtigen Eibe. Da haben wir auch schon unten durchkriechen, magst du dich erinnern? Ja. Begierde. Wir sind aber nicht da zum Spass haben, sondern zum Schaffen. Ist das so? Ja, der Mecke hat sich aufs Jahresende jetzt noch etwas gegönnt. Ein rechter Buschkräfter hat ein Messer. Ich weiss zwar nicht für was, was ich soll brauchen, aber hauptsächlich man hat es. Also es ist ein Skybar, es ist ursprünglich ein Kampfmesser, aber man kann es glaube auch, ich weiß nicht, um ein Reh brechen oder so. Wirklich kein Einsatzzweck. Ja, das Erste, was ich das letzte Mal gesehen habe, unsere Schiefertafel ist auseinandergefallen. Ich habe jetzt hier Holzli mitgenommen, wie das den Schaden beheben. So, jetzt ist die erste Arbeit schon da, jetzt gibt es eine kleine Stärkung. Ciao. Ich nehme meine eigene Säge. Säge. So, wir haben jetzt hier meine Kienspannquelle. Ich habe da schon mal geerntet. Aber das Girl mit dem güldenen Haar hat ihre im Schmine verbrannt aus Versehen. Und den Rest haben sie mir geklaut. Ja, wir laufen hier durch den verschneiten Wald. Huschen hier überall Gämse. Durch den Schnee durch. Ja, wir sehen hier überall die gewaltigen Sturmschäden von dem Wintersturm vor 2 Jahren, wo dort 2 Hütchen kaputt gegangen sind. Und der ist neuer. Der ist nachher gekommen. So, das ist das zweite Objekt meiner Begierde. Auch da gibt es etwas Neues. So, die Wächter sind letzte Woche in Zürich am Strassenrand gestanden. Jetzt sind sie da zum nachhaltigen Gebrauch. Schauen wir uns mal um. Das Hütchen ist hier schön renoviert worden, vor letztem Jahr nach dem Wintersturm. Komm rein. Da noch ein kleiner Eintrag ins Hüttenbuch. Da sehe ich die Girl, die mir dort letzte Wochenende begegnet sind. Der Hund heisst Aura. So, wir gehen jetzt aus dem Rückweg ein mit Holz eindecken. Das Girl mit dem güldenen Haar hat vor, mit den Ressourcen, die sie aus dem Wald zieht, das Feuer zu machen auf dem Schnee. Mal schauen, ob sie es schafft. Wir erwarten viel. Ja, wir haben das von vorher zusammen gesagt, es ist bestes Buchenholz. Es gibt ein warmes Feuerli. Das Girl mit dem güldenen Haar ist jetzt voll parat mit ihrem Gerbermesser und ihrer Silkisage. Und tut hier das Holzsagen, was sie aus dem Wald gezogen hat, für das Feuer, das sie da vorne auf dem Schnee machen will. Schauen wir mal, ob sie es schafft. Also ich habe das Feuer drin. So, es sieht dann nach reicher Ernte aus. Es sieht dann noch mehr. So, liebe Leute, ich würde sagen, das ist die Mutter allen Kindspans. Übelst, übelst. Haha! Oh. Ha. Ha.
Du schaffst es. Gib alles. Hast du noch ein Raclette verdient? Hä? Hast du das Raclette noch verdient? Ich habe immerhin ein Feuer gemacht. Ist doch auch nicht nichts. Ich liege da der letzte Zeug. Hast du geschafft? Machen wir alles Foto. Vier von unserem letzten Loch. Scheiße. Übelst. Jetzt ist noch mal eine dahin. Ja, mal schauen, ob wir da noch holen. Ich muss da hinterher, muss ich sowieso noch mal. Oh Jesus. So, das Feuer brennt auf dem Schnee. Jetzt machen wir hier die Hörtöpfel fürs Raclette. Der Mecke muss jetzt noch die beiden Trämmel Kienspanzer trennen und dann nehme ich einen riesen hohen Klotz heim. Kienspann bis das Lebensende. Schau mal, so ein Kienspannstück. Ein riesen Ding. Das haben wir noch nie gesehen. Ich mache ein schönes Stück und dann nehme ich das mit heim und dann glauben wir das bis an mein Leben. So, das Girl mit dem güldenen Haar ist am Hörtöpfel kochen, draussen, an ihrem selber gemachten Feuer. Nur mit zusammengesuchtem Material. Es riecht wie Sau. So, wir machen jetzt das Raclette. Einen Rimus haben wir auch noch. Hier oben haben wir nochmal Käse. Käse bis zum Abwinken. Ja. So, liebe Leute, Zeit ist zum Aufbruch. Es hat hier Spuren vor härter Arbeit. Also, los geht's. Jetzt haben wir dann schon so schöne Nachtstimmung. Der Mond ist zunehmend. Schaut mal. Wow. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Es war eine super Tour. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen.